Hallo, liebe Imkerkollegen. Jetzt will ich meine Völker mal nachsehen. In Deutsch normal 1,0. Ja, warum habe ich Deutsch normal 1,0? Blöde Frage. Letztes Jahr hat meine Schwester ein Volk bekommen. Deutsch normal 1,0. Und im Sommer habe ich gesagt, sie muss das schröpfen. Einen Kasten hatte sie nicht. Ich habe einen Kasten, sage ich. Ich nehme erstmal zwei Waben mit. Ja, und jetzt habe ich, die sagt, das sollte sie zurückhaben. Wollte sie nicht. Ja, jetzt sitze ich da. Entweder muss ich das umsiedeln oder erstmal dabei bleiben mit Deutsch normal 1,0. Ich hatte ja noch Rähmchen da. Mein Vater arbeitet auch mit Deutsch normal 1,0 und vom ganzen Wachstausch hat er massig Wachs. Mittelwände da. Habe ich dann noch Mittelwände bekommen. So konnte ich das erstmal mir doch hinstellen. Sonst hätte ich mir das gar nicht hingestellt, weil ich die Mittelwände nicht habe, die Rähmchen nicht habe. Ich habe da eine Flachsäge drauf und weil ich da keine weiteren ausgebauten Waben habe, Mittelwände, habe ich diese schon mal raufgesetzt. Das ist eine mit Mittelwänden. So, da ist mein Wabenzieher. Stockmeißel sind beide hier. Mal sehen, wie viel die geholt haben. Doch, haben schon etwas geholt. So, wie sieht es jetzt aus hier? Deutsch normal 1,0. Wie arbeitet man damit? Da habe ich 30 Jahre mit gearbeitet. Ja, zu der Zeit fing das damals bei uns hier so an. In Schleswig-Holstein. Internet gab es noch nicht. So in dem Sinne. Über unseren Landesverband in Bad Segeberg haben wir dann noch mal Königin bekommen. Von der Inselbelegstelle Sylt. Ja, da fing das an mit der Königin Kanika hatten wir hier in Schleswig-Holstein. Auch der Landesverband in Bad Segeberg. Die Segeberger Beute wurde dort entwickelt. Dazu gab es auch ein schönes Handbuch von dem Mitentwickler Werner Schondau, das kann man immer noch kaufen. Er ist behindert gewesen, seine Frau hat das gemacht, diese Imkerei. Und zwei Imker, die haben zusammen, also Schondau und Petersen, haben diese Beute entwickelt. Und andere bauen sie jetzt ja originalgetreu nach. Also steht drauf, Original Segeberger Beute. Das kann man ja raufschreiben, wenn die schon originalgetreu nachgebaut worden ist. Ja, und nach diesem Buch von Schondau, nach der Betriebsweise, habe ich geimkert auf zwei Zagen, wie man es früher gemacht hat. Und ja, war schwer. Wenn man jetzt die also Einzagen betriebsweise erstmal gemacht hat, der geht nie wieder auf die zwei Zagen zurück. Darum führe ich dieses Volk auch auf einer Zage.
Das reicht vollkommen aus. Ja, ich werde mir mal den Wabenzieher Ja, Wabenzieher gibt es ja zwei verschiedene, einmal für normale und einmal für die mit modifizierten Oberträger. Und einer passt für den anderen nicht. Darauf achten, wenn man sich einen kaufen möchte. Die für modifizierte sind länger. Ja, schöner Ausbau. Wunderschönes Brutnest. Wie gesagt, Karnika bei mir auf dem Stand. Alle Völker. Da sagen sich vielleicht auch viele Betriebsweise mit Einzarge, mit einer Zarge oder Großraumbeute, wie der Dant das auch ist. Und dann mit einer Zarge geht es. Diese der Dant Betriebsweise mit Karnika. Und ich sage, ja, das geht. Welch ein schönes Brutnest. Das ist jetzt die zweite Wabe. Unten ist nochmal Drohnenbrut. Das hatte ich ja erst schon gesagt. Die Drohnenecken, das kommt vom Naturwabenbau. Den hat man nämlich sowas. Solche Waben. Mit Arbeiterinnenbrut. Und Drohnenbrut. Und man kann wieder nicht die Drohnen schneiden. Und jetzt hat das richtig geknirscht eben. Ja, ich brauche hier normalerweise gar nicht weiter durchgucken. Das Volk wird nur unruhig, umso öfter man durchguckt. Das ist auch noch das. Oh, jetzt merkt man es. Ja, warum habe ich hier weiter geguckt überhaupt? Es tat nicht Not.
Ich wollte mal die schöne Königin zeigen. Das ist eine ganz gelbe, große Königin. So, die Baubienen haben wieder was zu tun. Milben verschwinden mit der Drohnenbrut. So, das war es. Die Durchsicht von meinem Volk, Deutsch normal 1,0. Dieses Volk ganz schwach, weil ich da zwei Brutwaben entnommen habe, voll verdeckelt. Dieses Volk stärker, hat schon ein bisschen was geholt. Das Wetter, wir haben noch kein Flugwetter, richtiges Flugwetter. Sonst wäre vielleicht auch schon mehr bei diesem Volk drin und wäre schon ein bisschen stärker. Ja, so ist es dieses Jahr. Leider, es kann nicht immer so sein wie sonst. Ja, was habe ich nachher vor? Dieses Volk, wenn es zu stark wird, werde ich natürlich auch wieder Brutwaben entnehmen, damit es nicht schwärmt, zur Schwarmverhinderung. Und die werde ich wieder hier reinhängen in dieses Volk. Und so mache ich es Jahr für Jahr dann so weiter. Das ist auch von Werner Schundau damals eine Betriebsweise gewesen. Im Mai hat er starke Ableger gemacht im Raps. Und dann über den Winter mitgeführt. Und im Frühjahr, die Völker, die Wirtschaftsvölker und den Ableger vereinigt, sodass er stark in die Frühtracht gekommen ist. Was bei uns hier oben in Schleswig-Holstein ja wichtig ist, wir haben nur die Tracht, beziehungsweise was bringt, ist die Rapstracht. Später nochmal die Linde, und zwar nicht die Sommerlinde, wir haben hier die Winterlinde. In anderen Gegenden höre ich immer, nach dem Raps kommt die Akazie und nach der Akazie dann gleich die Linde. So ist es hier bei uns nicht. Bei uns ist nach dem Raps kommt gar nichts. Und später kommt noch hier Brombeere, Himbeere, solche Leppertrachten, damit die Bienen sich über Wasser halten können. Und dazwischen müssen wir sehen, dass wir damit uns die Völker nicht verhungern, eventuell futtern noch. Und gerade bei den Großraumbeuten nicht voll ausschleudern und keine Futterwaben mehr drin lassen, die verhungern einem sonst. Das ist so, die verhungern einen im Sommer. Ja, das waren jetzt die Durchsichten erstmal von meinen Völkern. Und ja, ich werde euch beim nächsten Mal wieder mitnehmen. Dann bis zum nächsten Mal. Abonniert mich, dann verpasst ihr auch nicht mein nächstes Video.